Herzlich willkommen zu Sensitiva Universe. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo, meine süßen Schatzis. Und heute wieder mal endlich nach ganz, ganz langem das Kismet-Orakel. Das ist eins meiner Lieblingsorakel. Ich werde es natürlich aufteilen, so wie ich es auch in den letzten Malen auch gemacht habe. Beziehungsweise, ihr habt auch so abgestimmt, dass ihr das Kismet-Orakel gerne in unterschiedlichen Videos bzw. die Stapel einzeln in Videos haben wollt. Okay? Was gibt es zu sagen? Als Info ganz kurz, die Halbpreisaktion läuft bereits an. Sie dauert bis zum 30. Juni. Aber im Falle, dass du jetzt schon buchst, nur dass du Bescheid weißt, die Termine werde ich erst für ab Juni vergeben. Das heißt, du kannst jetzt schon buchen, du kannst aber auch erst im Juni buchen. Nur im Falle, dass du jetzt schon buchst, wundere dich bitte nicht, wenn ich dir die Termine für ab Juni gebe. Und der Grund ist, wie ich es im Kreuzorakel der Kelten in der Info oder Intro schon bereits gesagt habe, der Grund ist, weil ich im April und im Mai die Zeit nutze, die vielen, vielen Videos, die ich nachholen muss, in der Zeit, in der ich weg war, nutzen werde. Die Geburtstagsorakel, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die Saison ist abgeschlossen, also sprich bis zu den Fischen sozusagen. Und mit den Widder, der Widder kommt jetzt als nächstes, da bin ich wieder on the run. Also ich bin wieder mit der Zeit. Der Widder, der geht ja bis, glaube, 21. April oder so. Ja, irgendwie sowas, 20., 21. April. Also der April, der kommt jetzt auch irgendwann in, der April. April. Der Widder, Sternzeichen, Geburtstagsorakel, Natalis Orakuli für den Widder, das kommt jetzt noch. Ich habe jetzt auch ganz viele Kommentare gesehen, Sensitiva, machst du Zwillinge, Sensitiva, machst du eine Jungfrau? Ich glaube, dass viele das entweder nicht mitbekommen haben oder vergessen haben. Die Geburtstagsorakel, wie ich sie für mich jetzt genannt habe oder erfunden habe, das Wort Geburtstagsorakel gibt es nicht, das habe ich erfunden, um eben zu erklären, dass es ein Orakel gibt, das es zum Geburtstag gibt. Okay? Also Geburtstagsorakel habe ich auch deshalb so genannt. Natalis Oraculi ist lateinisch für Geburtstagsorakel. Wie das Wort Geburtstagsorakel es sagt, es bedeutet immer, wenn gerade jetzt zum Beispiel im April hat der Widder Geburtstag, März, April, und dann ist das das Geburtstagsorakel, Natalis Oraculi, für den Widder. Das bedeutet dann, ab Mitte April, rückläufig, Merkur macht mich wahnsinnig, ab Mitte April bis Mitte Mai haben die Stiere Geburtstag und dann kommt das Geburtstagsorakel für die Stiere. Und die Jungfrauen, die haben ja jetzt noch nicht Geburtstag. Auch die Zwillinge haben jetzt noch nicht Geburtstag. Das bedeutet, euer Geburtstagsorakel, deshalb habe ich es ja auch so genannt, so erfunden, ein Wort, eine Wortkreation, die ich erfunden habe für euch, damit ihr nachvollziehen könnt, was meint sie denn damit mit Geburtstagsorakel? Damit ihr wisst, diese Orakel, also diese Sternzeichen-Orakel, kommen immer dann, wenn das Sternzeichen Geburtstag hat, okay? Also, Geburtstagsorakel, deshalb das Wort, damit ihr versteht, die Sternzeichen, die ich hier mache, mache ich immer dann, wenn gerade Saison ist. Jetzt ist wieder Saison, jetzt haben die wieder Geburtstag, also bekommen die Widder ihr Geburtstagsorakel. Als nächstes kommen die Stiere, dann haben die Stiere Geburtstag und dann bekommen sie ihr Geburtstagsorakel. Nach den Stieren kommen die Zwillinge im Mai, Juni. Dann bekommen die ihr Geburtstagsorakel. Also deshalb, wenn ihr mir schreibt, ich freue mich zwar, dass sie euch gefallen und dass ihr darauf wartet, aber ihr müsst darauf warten, bis ihr Geburtstag habt. Und dann kommt das Geburtstagsorakel. Ja? Also das ist kein Wort, das man jetzt irgendwo im Buch nachlesen kann, sondern das habe ich für euch erfunden, damit ihr versteht, die Sensitiva macht diese Orakel mit den Sternzeichen immer dann, wenn das Sternzeichen Geburtstag hat. Okay? Und weil ich Latein interessant finde und auch in der Magie oder in der Alchemie auch vieles in Latein geschrieben ist, habe ich es dann Natalis
Oraculi genannt. Natalis, Latein für Geburt, und Oraculi für Orakel. Natalis Oraculi, Geburtstagsorakel. Ich habe in den ersten 2 Jahren habe ich das noch unten drunter geschrieben, Geburtstagsorakel, weil mit Natalis Oraculi können viele nichts anfangen. Und deshalb habe ich dann immer wieder auch die deutsche Übersetzung auch dazu geschrieben. Und irgendwann habe ich das Wort Geburtstagsorakel dann weggelassen und nur noch Natalis Oraculi. Also das steht für Geburtstagsorakel. Okay? Wunderbar. So, ich glaube, jetzt, das wäre jetzt soweit erklärt. Jawohl, also wie gesagt, die Widder sind jetzt in den nächsten Tagen, wird euer Geburtstagsorakel Natalis Oraculi gepostet werden, und dann danach sind die Stiere dran und so weiter. Also ich bin jetzt wieder on track, bin jetzt wieder mit der Zeit. Ich habe die anderen nachgeholt, Steinbock, Wassermann und Fische habe ich nachgeholt. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die können da mal reingucken, und zwar auf meinem Kanal unter dem Ordner Natalis Oraculi. Dort findet ihr auch alle anderen. Denn die haben nur eine Gültigkeit bis zu einem halben, dreiviertel Jahr. Okay? Also vielleicht magst du auch das letzte dir angucken. Vielleicht bist du da noch in der Reisegruppe drin. Okay, mein Schatz? Dann nochmal zurück zur Halbpreisaktion. Wie gesagt, also wenn ihr jetzt buchen solltet, bitte nicht wundern, wenn ich euch die Termine für ab Juni, das steht auch nochmal auf der Website, ab Juni. Es gibt immer noch das Problem mit Gmail-Adressen, wenn ihr mir also E-Mails schreibt, ob ihr mich was fragen wollt oder wenn es um die Terminvereinbarung geht, bitte schreibt mir mit einer anderen Domain. Irgendwann im Laufe des Jahres will ich sowieso meine Website erneuern, und dann werde ich auch von Experten dieses Problem beheben lassen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist seit letztes Jahr. Irgendwann hat das dann angefangen. Entweder bekomme ich deine E-Mail nicht oder du bekommst meine nicht. Und das ist nur mit Gmail und Google Mail, okay? Warum das so ist, muss ich eben abklären lassen. Aber irgendwann im Laufe des Jahres. Deshalb bitte, wenn ihr mir schreibt, die meisten haben 2, 3 E-Mail-Adressen, schreibt mir mit irgendeiner anderen E-Mail-Adresse. Google Mail und Gmail funktioniert nicht, sonst, wie die Königskinder, sonst erreichen wir uns nicht. Ich kriege vielleicht deine E-Mail nicht oder du meine nicht. Und wenn du dann buchst und dann schreibst du mir, dann sieht die, weil ich hätte gern Termine, und du hast mir mit Gmail oder Google Mail geschrieben, dann bekommst du mir keine Antwort. Und dann wunderst du dich, Mensch, ich habe doch eine Beratung gebucht, warum meldet sie sich nicht? Dann liegt es daran. Dann probiere bitte eine andere E-Mail-Adresse, okay? Also, schreib mir mit einer anderen E-Mail-Adresse, und dann funktioniert das auch mit der Korrespondenz. Und wenn das Problem behoben ist, gebe ich euch Bescheid. Irgendwann im Laufe des Jahres, okay? So, ich glaube aber jetzt ist wirklich alles soweit gesagt an Informationen. Genau, alle anderen Videos beim zweiten Kanal, da bereite ich jetzt demnächst was vor. Ich wollte jetzt erstmal die Geburtstagsorakel nachholen und die anderen Orakel nachholen. Und jetzt demnächst kümmere ich mich jetzt um den zweiten Kanal. Und das Begrüßungsvideo auf meinem zweiten Kanal, das werde ich jetzt umbenennen in Vorstellungsvideo. Denn wenn ich jetzt eine Begrüßung mache, schafft das jetzt nicht auf die Schnelle. Deshalb, das wird ein Video, wo ich mich vorstelle, und dieses Vorstellungsvideo kommt später. Ich habe mir einfach gesagt, ich muss mal mit meiner Jungfraulastigkeit, meinem Perfektionismus, ich muss über meinen Perfektionismus mal über den Schatten springen, über den Schatten meines Perfektionismus-Dranges. Denn die ganze Zeit so, und ich muss erstes Begrüßungsvideo. Nur bis ich erstes Begrüßungsvideo mache, dann vergeht viel zu viel Zeit. Deshalb starte ich jetzt schon mit Informationen durch. Also demnächst mache ich ein paar Videos, wo es schon direkt losgeht. Und das Begrüßungsvideo, das ich jetzt umbenenne in Vorstellungsvideo, wo ich mich einfach vorstelle, das mache ich irgendwann. Das kann ja auch später dann kommen. Ist ja dann wurscht. Ja? Das mache ich dann irgendwann, wo ich dann meine Person vorstelle und wo ich dann die Videos, die ich bereits gemacht habe, auch mit einbinden kann. Aber auf dem zweiten Kanal starte ich jetzt schon direkt mit spirituellen Themen, auch mit privaten Videos, also was ich so mache, was ich mag und so weiter. Lasst euch einfach überraschen. Also ich starte jetzt direkt durch, ohne das Begrüßungsvideo zu machen. Das Vorstellungsvideo mache ich einfach später.
Okay, weil dieses Video ist einfach mit so viel Aufwand verbunden und bis ich warte, bis ich das fertig habe, um dann auf dem Kanal endlich Inhalte zu posten, sonst warten dann noch mal 200 Jahre. Also starte ich jetzt durch und das Vorstellungsvideo ist dann irgendwann mal fertig, wann immer das auch ist. Okay, machen wir so. Okay, dann braucht ihr auch nicht mehr länger warten. Denn auch ich kann es nicht mehr erwarten, euch diese Infos zu geben, die ich schon seit gefühlten 100 Jahren für euch vorbereitet habe. Wo einige schon outdated sind, also schon wieder out sind. Die, ja, so astrologische Themen und so weiter, ne? Wo die Konstellation schon wieder hasta la vista, eigentlich schon gar nicht mehr abgedatet ist. Aber es kommen dann wieder auch andere Themen. Also lasst euch einfach überraschen. Es geht dann auch wieder los. Okay? Ich plane auch, und da warten die Leute auch schon seit 100 Jahren drauf, ich plane auch wieder neue Webinare. Und wie und was und wo, auch hier lasst euch überraschen. Also ich habe viel vor und ich hoffe, toi toi toi, so Gott will, knock on wood, dass ich das dann irgendwann demnächst mehr und mehr und mehr umsetzen kann. Okay? Ich habe jetzt den Platz dafür. Okidoki, dann glaube ich, jetzt war wirklich alles gesagt. Außer, ihr wisst, ne, so alles hier, so hier allgemein, reisegruppenmäßig. Deshalb, wenn diese Themen für dich im Augenblick für dich noch nicht in Resonanz gehen, urteil nicht so schnell. Wartet ein wenig, denn diese Dinge können sich in einer unglaublich ungewöhnlichen Manier und Art und Weise herauskristallisieren für euch. Und erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, wo du vielleicht jetzt noch nichts mit anfangen kannst, weil wir ja in die Zukunft schauen. Okay? Zeit ist eine Illusion, aber trotzdem wollt ihr immer Orientierungspunkte haben. Du kannst sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr, da weißt du dann, ob du eine Reisegruppe bist. Und mit Reisegruppe meine ich, stell dir vor, das Universum unterteilt uns Berater in Reiseleiter. Und ob du bei mir hier in meiner Reisegruppe eingeteilt worden bist, das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Das zeigt die Zeit. Okay? Wunderbar. Dein Messenger-TV-User ist völlig egal, ob du schwul oder lesbisch bist. Wer hat denn immer so schnell gesprochen? Da gab es doch mal so einen Moderator, der konnte so wahnsinnig schnell sprechen. Das war, glaube ich, im Hessischen Rundfunk war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, der hat so eine ganz coole Frisur gehabt. Ich habe die Sendung so wahnsinnig gern gesehen. Im HR3, Hessischen Rundfunk, lief das, glaube ich. Der konnte so wahnsinnig schnell sprechen. Also bei Sensitiver Universe ist es völlig egal, ob du schwul, lesbisch, bi, transgender, trans oder trans, Mann, sonst wie sexuell bist. Hier ist es wichtig, wie du als Mensch bist. Okay, mein Schatz? Wunderbar. Ich glaube sehr an Gott, wenn du nicht an Gott glaubst. Alles in Ordnung. Lass uns einfach akzeptieren und annehmen in dem, was wir glauben und in dem, was wir nicht glauben. Die Menschlichkeit sollte im Vordergrund stehen. So, ich glaube, jetzt ist soweit alles gesagt. Ich werde jetzt gleich den Blickwinkel ändern und dann werde ich die Karten mischen. Und ich werde aus diesen Kartendecken, das kennt ihr ja mittlerweile schon, werde ich dann jeweils fünf Karten, nee, doch, nee, sechs Karten. Nee, fünf Karten? Wie viele habe ich denn mal genommen? Sechs Karten, glaube ich, genau. Sechs Karten herausnehmen. Oder fünf? Ich mache einfach sechs. Die Zahl der Liebe, mein Schatz. Also ich werde jeweils drei Stapel bilden mit sechs Karten aus diesem Deck. Ich empfehle euch, euch alle drei Stapel anzuschauen. Ich gehe auf erstmal das, was die Karten sagen, rein und dann channel ich auch. Und du kannst natürlich alle drei Stapel mit irgendeinem Thema belegen, mit einer Person belegen. Du kannst es auch offen lassen. Und wie gesagt, ich empfehle euch, alle drei anzuschauen, weil hier kommt manchmal mehr Thema Liebe raus, dann in einem anderen Stapel kommt mehr etwas über Finanzen raus. Also deshalb schaut euch alle drei an, um ganz sicher zu gehen, dass ihr alle Informationen habt und bekommt, die ihr benötigt. Okay? Wunderbar. Ich werde jetzt den Blickwinkel ändern und dann könnt ihr sehen, wenn ich die Karten mische, dann ist das Intro beendet und dann anschließend nach dem Intro sehen wir uns in den unterschiedlichen Videos, also in Videostapel 1, 2 oder 3 dann wieder. Okay? Wunderbar, mein Schatz. Also dann bis gleich mit anderem Blickwinkel. Bis gleich, mein Schatz. Ciao. So, mein Schatz.
There we are again. And there we will see. Ich mache jetzt dreimal Palim Palim. Aber mein Stativ mache ich jetzt erstmal weg. Gerade nämlich so den Test gemacht war. Genau. So, mein Schatz. Ich werde jetzt die Karten mischen. Und anschließend ist das Intro finito. Und dann wir sehen uns in Stapel 1, Stapel 2 oder Stapel 3. Okay, so er hat nichts überkreuzen und denke, da ist aber ein Bookie, Sir. Und dann dreimal Palim Palim. Kitoki. Ich habe die ganze Zeit das Lied von Leona Lewis. Bleeding, keep bleeding, keep bleeding in love, keep bleeding. Also irgendjemand versucht scheinbar, irgendjemand hat Herzschmerz, denn es ist ein Herzschmerzlied und da geht es darum, dass das Herz blutet und dass jeder, also sie singt davon, dass ihr jeder sagt, komm, du musst loslassen, das hat keinen Sinn mehr, das bringt nichts, aber sie hält noch dran fest. Okay, also irgendjemand, das kann für dich selbst stehen, aber es kann auch für eine andere Person stehen. Kann sein, dass eine andere Person dich nicht gehen lassen will, ja? Also schau dir bitte die Übersetzung an, kannst ja auf YouTube gucken oder Google gucken. Leona Lewis, Keep Bleeding oder Bleeding Love oder sowas, ja? Bleeding, Bluten, da steht hier blutiges Herz, beziehungsweise blutendes Herz, Herzschmerz, Herzkummer, so Liebeskummer, diese Dinge, okay? Keep bleeding, keep bleeding in love, keep bleeding. Wie geht's dann? Keep bleeding in love. You put me up and in love. Also wie gesagt, da schaut bitte nach der Übersetzung. Es geht um Herzschmerz und eine Person, die nicht loslassen kann, die Kummer hat wegen dir. Ja, irgendjemand hat scheinbar Kummer, mein Schatz. Nur will sie. Jetzt werde ich jetzt hier drei Stapel bilden. Drei Stapel mit jeweils sechs Karten. Thank you very much. You put me up, oder wie sagt sie? Come me up. Ja, also. Ich glaube, sie singt davon, dass sie so, dass jemand sie aus seinem Leben geschnitten hat, ja, und seitdem blutet das Herz vor Liebeskummer und sowas dergleichen. Okay, wie gesagt, also schaut euch einfach nochmal die Übersetzung an. Ein sehr schönes Lied. Ich glaube, es war lange Platz 1, wenn ich mich nicht irre. Schon ein paar Jährchen älter. Also, wann war das denn? Irgendwas. Ups. Drei Karten sind rausgefallen. Schlange, Sarg und Herz. Oha. Oha. Nachrichten kommen verspätet oder auf Umwegen. Also irgendein Brief, irgendeine Meldung kommt verspätet, verzögert. Irgendwas kommt verspätet, verzögert, mein Schatz. Okay? Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, sonst sind wir hier 3 Stunden mit beschäftigt. Ich werde jetzt erstmal einfach nur die Karten zieren. Ich werde jetzt die Karten zieren. Und dann gucken wir mal. What do we have here? So, And then 3, 3, and 3. Dann nochmal 3. 1, 2. Jetzt haben wir 4 und dann haben wir 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and number 6. Okay, ich zeige euch die Rückseite, die werde ich aber nicht mit berücksichtigen. Die Lilie. Versöhnung, Heilung, Familie. Schnicki, Schnacki. Förderer, Mentoren. Eine Vaterfigur.
ein Wohltäter. Okay, also jetzt gehen wir mal weg. Ich werde jetzt die Stapel in Ordnung bringen. And then we will see. Okay, mein Schatz, wenn du länger brauchst, kannst du an dieser Stelle das Video anhalten, falls du irgendwie deinen Stapel auspendeln möchtest, auswählen möchtest oder länger zum Senieren brauchst. Ich wünsche euch wunderschöne Botschaften, selbstverständlich eine wunderbare Unterhaltung und wir sehen uns dann entweder in Stapel 1, 2 oder 3. Bis gleich, mein Schatz. Bis gleich.